So, müsste alles einigermaßen laufen, das hoffe ich zumindest. Ja, weil es ja gewünscht wurde, weil das letzte Video, das war zwar auch nicht schlecht, aber es ist auch ein bisschen persönlicher, wenn ihr mich da sabbeln seht und deswegen habe ich das mal eingerichtet. Ich habe da mein Mikro aufgebaut, da meine Kamera, also ihr, ne, also hi. Und ja, ich werde euch das heute mal so vorstellen. Was ich da so habe für ein PS Vita-Spiel, was meine Sammlung so ist. Fangen wir mal an. Was habe ich denn hier? Mein erstes will ich nagelneu gekauftes PS Vita-Spiel war das hier. Borderlands 2. Ja, das gibt es für die PS Vita und das ist eigentlich ziemlich krass, weil das zeigt wirklich die Vita an ihre Grenzen, muss ich sagen. Also sie schmiert da ab und an mal ab. Sie haben wirklich ihr Bestes getan, also hier mit Patcherer und so. Oder? Es gibt Stellen, da bricht sie halt ein. Da lohnt es sich, wenn man vorher noch speichert. Am besten geht auf Battles.de ein und wieder ausschalten. Dann saves es automatisch. Für die, die es nicht gespielt haben. Ist für euch irrelevant. ja, es sind enthalten Mr. Tox Campaign of Carnage, Captain Scarlet's Pirates Booty und die beiden Charakter-Packs oder die Klassen-Packs der Necromancer oder die Necromancerin und der Psycho. Das war ziemlich geil. Und man kann seine Speicherdaten importieren von der Konsole da drauf und umgekehrt. Das ist ziemlich nett. Es ist leider wegen den ganzen DLCs ein unglaublicher Speicherfresser, weshalb ich gerade nicht installiert habe. Aber wenn es mir mal wieder packt, dann hau ich das Ding hier wieder mal drauf. Ist mega gut. Also man kann auch die Stellen einigermaßen umgehen oder entschärfen, da wo dann Probleme auftreten können mit Spiel bricht ein. Also das merkt man, das bekommt man raus. Das ist nicht so tragisch. Es wird leider nicht mehr gepatcht, aber es ist Wahnsinn, dass das überhaupt auf PS Vita läuft. Ja, dann meine PS Vita habe ich damals zum Beispiel, wenn ich das erzählen darf, mal eben, eine Woche nach Release tatsächlich bekommen. So früh habe ich mir kaum eine Konsole bisher gekauft. Das war nämlich damals eine ziemlich lustige Geschichte. Ich habe dann mal aus Spaß auf eBay gestöbert und dann bin ich darauf gestoßen, dass da einer seine PS Vita aus nicht gefallen, sogar mit Rechnung, da war sogar noch eine Mediamarkt-Rechnung dabei, kein Product Placement, das war so. mit irgendwie ein Jahr Garantie oder sowas fast. Dann habe ich mir, was zur Hölle, warum verkaufst du das? Ja, und bei der PS Vita, da war ein Spiel dabei und da war das hier. Man hätte es fast denken können, weil das war eins der Release-Spiele. Ja, Uncharted Golden Abyss. Ich glaube, das sollte man wirklich, wenn man eine PS Vita hat. Entschuldigung für das Nasengekratze, aber das ist notwendig, die Haare kitzeln etwas. Ihr seht das hier gerade, das ist ja schlimm. Ja, also man sollte es wirklich zumindest mal gespielt haben, weil es ist grafisch eine Bombe. Es ist von der Story her nicht ganz so ein Knaller wie die anderen leider. Aber hier seht ihr auch die Rückseite mal. Aber es ist trotzdem irgendwie ein vollwertiges Uncharted. Es nutzt halt auch sämtliche Möglichkeiten, die die PS Vita bietet. Sprich, neigen zum Beispiel. Ihr könnt das Ding neigen. Dann müsst ihr euch über Abgründe balancieren. Ihr könnt euch an Seilen schwingen damit. Dann hat sie zwei Kameras verbaut, die wieder. Da musst du die PS Vita gegen das Licht halten, dass auf der Kamera auf der oberen Seite das Licht drauf fällt. Also Beispiel, hier habt ihr den Bildschirm dann und auf der Rückseite der PS Vita, die Kamera hier oben fängt das Licht auf und unten seht ihr dann, wie meinetwegen im Spielblatt Papier, dann könnt ihr da durchschauen. Das ist Hammer. Also ohne Scheiß, das war richtig geil für die Zeit damals, das war schon innovativ, ohne Scheiß. Richtig gutes Ding, hätte ich es nicht irgendwie so umsonst dazu bekommen, hätte ich es mir eh gekauft, weil ich bin ein Uncharted-Fan, also das muss schon sein. Dann eins meiner kürzeren Anschaffungen, das war das hier. Gravity Rush. Das habe ich geschenkt bekommen bei einer Aktion bei GameStop. Kauf irgendwie drei gebrauchte Spiele und bekommst das dritte geschenkt oder so. Ich habe eh Geschenke noch gebraucht, habe ich da Geschenke eingekauft, habe gedacht, fuck it, das nimmst du dir mit. Es ist ja nicht schlecht. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Angespielt mal. Es ist ziemlich cool. Es hat auch eine gute Wertung eigentlich international bekommen, aber ja, leider bin ich da noch nicht so wirklich dazu gekommen. Muss ich mal nachholen. Ich werde es echt intensiv spielen dann, aber bin mal sehr gespannt. Finde ich eigentlich ziemlich interessant, das Ganze. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblings-PS-Wiederspiele, das ich eigentlich bedingungslos empfehlen kann.
Es ist schwer zu bekommen, ein bisschen. Es gibt es auch bei uns, aber es ist schwer zu bekommen. Die Metal Gear Solid Collection, HD Collection, beinhaltet Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Eine Bombe! Bessere Grafik wie damals auf der PS2, möchte ich anmerken, ja. Und wirklich, es ist etwas besser als auf der PS2 damals. Es ist ja wirklich HD Remastered, wenn man so will. Gab es auf der PS3 damals auch. Da war Peace Walker noch dabei. Das ist hier nicht mit drauf, weil man kann sich ja Peace Walker als PSP-Original runterladen. Deswegen gab es es da nicht. Also man kann es auf der PS Vita wirklich nur downloaden. Es gibt es als physisch, soweit ich weiß, nicht. Sollte ich jetzt Scheiße erzählen, dann tut mir das leid. Ich weiß das einfach dann nicht. Ich darf jetzt nicht so leid. Nee, aber will ich also. Der Shooter, also ich sag mal Shooter, es ist eigentlich ein Third-Person-Shooter. Metal Gear spielt sich unglaublich gut da drauf. Unglaublich gut. Also bei Snake Eater habe ich sogar schon Platin geholt. Ich habe es jetzt zweimal schon auf Platin, einmal auf PS3 und einmal da drauf. Ich habe es einmal auf PS3, Metal Gear Solid 2 auf Platin, da noch nicht, aber das liegt daran, weil ich einfach nicht mehr zum Weiterspielen gekommen bin. Hammer, also will ich, wenn ihr eine Vita habt oder will ich mal drüber nachdenken. Das müsst ihr euch holen. So, eine meiner neueren Anschaffungen. Jetzt kommen wir mal zu einem Auslandsimport. Das hat es bei uns leider nicht gegeben. Ich wollte das unbedingt haben, weil es ist eine Komplett-Collection. Das muss das sein. Sollte das Bild etwas flackern, dann tut es mir leid. Das ist meine Cam, die da immer ein bisschen nach- und ausbessert und dunkelt und ist egal. Das wäre dann das hier. Das erste Importspiel. Mortal Kombat. Teil 9 müsste das gewesen sein. Weil der 10. Teil, der war ja bei uns dann erlaubt. Ich glaube, Teil 9 ist in Deutschland verboten, wenn ich das richtig weiß. Aber ich finde es trotzdem geil. Sind sämtliche Charaktere enthalten, die es als DLC gab? Ich weiß nicht, ob das nachträglich jetzt entfernt wurde von der Liste. Muss man mal nachprüfen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, für ein Prügelspiel würde ich eines der besten, das man einfach auf PS wieder haben kann. Ich hatte es damals auf PS3. Das damals mega gefallen, habe es wirklich ewig gespielt und deswegen habe ich es mir jetzt hier nochmal gekauft. Da sind sämtliche DLCs mit drauf, sogar noch Bonuskrempel, den es damals nicht gab. Hammer geil. Also, und es war ein bisschen schwer zu bekommen, weil es dann leider nur außerhalb Deutschlands erschienen ist. Hab mir, wie viel haben sie gekostet? So 35 Euro ungefähr inklusive Versand. Also, es ist jetzt nicht ein Weltuntergang, aber trotzdem, wenn man überlegt, wenn ein Vita-Spieler nicht mehr ein bisschen knauserig, aber das war es mir dann doch mal wert hier. Also, Mortal Kombat, meine Empfehlung, wenn ihr daran wollt, stöbert auf eBay. Vielleicht findet ihr noch günstigere Angebote. Stellt euch aber auch mal auf ein bisschen Versandzeit ein. Ich weiß nicht, wie es mit Österreich ausschaut. Ich habe es nicht aus Österreich geordert, weil teilweise ist viel des österreichischen Importes. Ihr kennt das, wenn ihr in Deutschland wohnt. Das ist scheiße teuer. Deswegen ordere ich meistens aus England und so weiter. Dauert zwar länger, aber der Versand ist erschwinglicher. Ja, was haben wir denn noch hier? Habe ich mir gedacht, ey, Mario Kart wäre auch mal nett. Gibt es ja halt auf der PSP nicht, ne? Aber es gibt einen sehr schönen Ersatz. Was war das hier? Sonic All-Star Racing Transformed. Habe ich als österreichisches Spiel bekommen. Habe ich aber auf eBay ersteigert. Wusste ich damals nicht. War mir auch relativ egal. Das Schöne war, da ging der Download-Code noch. Und der Download-Code war das hier. Da hast du eine Strecke bekommen und Metal Sonic als Fahrer von Sonic damals. Ja, mir war das damals wichtig. Ich hatte das auch auf PS3 damals. Das ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Wer ein Fundraiser will, unbedingt holen. Hammergeil. Steht Mario Kart in nicht viel nach. Natürlich gehen die Meinungen auseinander, aber es ist meine Meinung. Also will ich kann es echt empfehlen. Ihr müsst das Ding holen, wenn ihr eine PS Vita habt, wenn ihr eine PS3 habt. Ist regelmäßig im Angebot. Lasst es nicht entgehen, holt es mal nach. Es lohnt sich wirklich. Es ist auch relativ günstig meistens. Und man hat keine Alternativen zu den Spielen normalerweise. Also, zuschlagen ist echt richtig gut. Und für unterwegs ist das mega. Auch die Grafik ist identisch mit der PS3-Version.
Kann ich bedingungslos empfehlen, auch so ein Ding. Dann hier etwas, das schon ein bisschen älter ist, das habe ich mir damals gekauft, weil es mal günstig zu haben war. Ich habe leider nicht viel Zeit dafür gefunden gehabt, muss ich auch irgendwann mal nachholen. Und zwar Soul Sacrifice. Ja, auch so ein Rollenspiel, das außerhalb Japans nicht so einen sonderlich hohen Anklang gefunden hat. In Japan war das Ding der Oberburner, ohne Scheiß. Da gab es sogar irgendwie Soul Sacrifice Delta Plus irgendwas, keine Ahnung, schieß mich tot. Es ist geil, man spielt im Endeffekt einen Magier, der sich durch Selbstverstümmelung Macht verschaffen kann. Beispiel, man sieht es ja hier auf dem Bild, ich gehe mal ein bisschen näher hin. Ihr seht ja hier das Schwert, das ihr hier habt, ne? Das seht ihr ja da. Da reißt er sich selbst Knochen raus und aus denen formt er dann das Schwert. Also das ist ziemlich makaber, das Ganze bevor es ziemlich geil, wie ich zugeben muss. Also ich fand die Idee geil. Durch Selbstverstümmelung irgendwie Waffen erschaffen und so, das war geil. Natürlich heilt man sich danach dann wieder, aber geiles Konzept, aber leider bin ich nicht weiter zum Spielen gekommen. Was leider ein bisschen bedauerlich ist. Dann auch eine meiner etwas neueren Anschaffungen von dieses Jahr sogar. One Piece Burning Blood. Ein Prügelspiel. Ja, also nicht so, ihr wisst schon, wie jetzt meine ich so, einer steht hier, einer steht da und dann prügelt man sich. Nee, das ist so diese, man sieht den Charakter von hinten und man prügelt sich dann so. Als One Piece Fan habe ich mir gedacht, ich habe es günstig bekommen, da habe ich mal zugeschlagen, weil es hat ja auch nicht so eine schlechte Wertung. Bin aber auch da noch nicht so wirklich groß zum Spielen gekommen, deswegen kann ich da auch noch nicht so viel sagen. Was ich gespielt habe, gefällt mir sehr. Es ist halt ein Prügelspiel, was erwartet man? Die Story ist etwas, ja, frei interpretierter als so im Anime, aber, oder im Manga. Aber bin interessiert da schon, man spielt es ja eh hauptsächlich wegen den Charakteren. Wenn man die Story erfahren will, dann liest den Manga oder schaut den Anime. Ist so. Also, One Piece Burning Blood, wenn ihr es günstig bekommt, das ist, glaube ich, sogar der neueste Teil für die PS Vita. Da glaube ich, 10 € oder was für gezahlt gehabt. Wäre ich blöd gewesen, hätte ich mir das nicht mitgenommen. Dann nochmal noch ein Vertreter aus dem One Piece Universum, nämlich One Piece Pirate Warriors 3. Ja. Wie erklärt man das? Kennt ihr Dynasty Warriors? Das ist so, man spielt einen Charakter aus der etwas weiter weg als Third Person und da kommen Armeen von Gegnern auf euch zu und der Schnells läuft halt durch. Ist auf Dauer ein bisschen ermüdend, aber ja, es macht schon Spaß, wenn man da halt einfach mal so 10.000 Gegner sich durchmetzelt. Das ist auch schon, habe ich auch relativ günstig damals bekommen, für 20 € oder so, da war das noch neu. PS-Wiederspiele sind eigentlich nie wirklich so teuer gewesen wie andere große, weil die sind auch ja, kleiner, wenn man so will. Und da war die preislich ein bisschen erschwinglicher. Und das habe ich mir halt eben damals geholt gehabt. Und ja, warum? Weil ich Lust drauf hatte, weil es mich interessiert hat. Und da habe ich auch sowas wie ein Dynasty Warriors, weil ich bin kein Dynasty Warriors-Fan. Das liegt größtenteils daran, weil mir irgendwie die Namen von den Leuten auf den Sack gehen. Ich kann die alle nicht aussprechen, weil so Xing Xing Dao oder irgend so oder der. Okay, ich nehme Lu Bu, den kann ich wenigstens aussprechen. Wer es nicht kennt, ich verpasse da glaube ich nicht viel oder ich laber Scheiße, ich weiß es nicht. Dann ist ja wohl nicht so meins. Meine neueste Anschaffung habe ich auch noch nicht gespielt. Das ist das hier. JStars Victory VS Plus. Ja. Es ist wohl auch so ein Prügelspiel. Und warum JStars? Ich erkläre das mal. JumpStars, der Verleger der Mangas, einer also der bekanntesten Mangas, ist das Shonen Jump Magazine. Jump. Deswegen J, das da. JStars, also wie sie die Naruto, Toriko, Hunter X. Ruffy von One Piece haben wir hier. Son Goku, Arale. Ja. Verprügeln sich da wohl. Hat auch ziemlich gute Bewertungen damals bekommen. Ich habe auch ein paar Videos dazu gesehen und ich wollte es mir nicht entgehen lassen, weil da waren ausverkauft bei Expert irgendwie so 5 € mit. Da habe ich mal im Internet geschaut kurz so. Das kostet so um die 10, 20 € normalerweise. Oder aufwärts. Ach, das nimmst du dir mit. Ich meine, für 5 €.
Ja, kann man schon mal machen, wa? ja, habe ich aber leider Gottes auch noch nicht gespielt. Deswegen kann ich auch noch nicht viel dazu sagen. Ich habe allgemein einige Widerspiele, die ich will noch kaum angerührt habe. Das ist eigentlich eine Schande, aber ich bin halt relativ beschäftigt mit Konsolenzeug. Ihr kennt es ja. Ich meine, ihr seht es ja, schaut ja hier zu, oder? Ihr wisst ja, was ich so treibe. Ja, jetzt kommen wir zu meinen beiden Schätzen meiner Sammlung, wenn ich so will. Das wären diese beiden. Sieht man das schön? Ja. Das hier. Ninja Gaiden Sigma Plus. Und Ninja Gaiden Sigma 2 Plus. Hammer. Hammergeil. Ich würde das so liebend gerne let's playen. Auch das hier. Aber diese Spiele sind nur auf PS3 erschienen. Und ich muss mal schauen, vielleicht kann ich da mal was mit der Elgato regeln. Aber da müsste ich mir die Spiele erst nochmal kaufen, weil ich habe die nicht mehr. Schauen wir mal, was sich ergibt. Hammerspiele, die Vorreiter, wenn man so will, von dem schweren Genre noch. Bevor es Dark Souls gab, gab es diese hier. Die kamen ursprünglich auf der Xbox damals raus. Habe ich hier damals vor Jahren mal bei einem Kumpel gespielt. Da dachte ich mir, ach du Scheiße. Ninja Gaiden war damals schon bekannt als schweres Spiel. Und der hat es da einfach durchgeprügelt und da dachte ich mir, das kannst du auch. Habe ich mir das dann Jahre später, es kam dann für PS3 raus, beide, diese hier, gekauft und habe sie durchgesuchtet. Weil ich muss sagen, durchgesuchtet, hat sich auch wirklich gelohnt. Also, das sind Erinnerungen, die bleiben hängen. Ich habe diese Spiele geliebt. Problem hierbei, das hier kam in Deutschland raus. Das war also Ninja Gaiden Sigma Plus 1. Kam in Deutschland raus, weil es einer der Release-Teile war. Bekommt man aber nicht so günstig, weil einer der Release-Teile und die Auflage war relativ klein. Wenn man es haben will, es ist es wert. Wirklich, es ist eins der Spiele, da haue ich mein Joe-Approved-Siegel drauf. Holt's euch, es lohnt sich, es ist schwer, aber es ist wirklich nicht unfair. Es ist ein geiles Spiel. Es ist richtig geil. Man muss wirklich sagen, das sind die Vorreiter von Dark Souls gewesen. Sie sind schwer, sie sind eine Herausforderung, aber es lohnt sich. Ninja Gaiden Sigma Plus 1. Schwerer zu bekommen ist Ninja Gaiden Sigma Plus 2. Das ist der zweite Teil. Das sind übrigens die erweiterten Versionen. Da kann man als mehr Charaktere spielen. Normalerweise spielt man nur Ryu Hayabusa, das ist er da. Im Teil 1 kann man auch noch Rachel spielen. Moment, die sieht man hier. Rachel ist die blonde Frau hier oben. Seht ihr die? Ja, habt ihr gesehen. Außerdem kann man Momiji spielen. Und Ayane. Das sind die Erweiterungen, die haben so kleine Abschnitte. Das ist nicht weltbewegend. Aber ja, es gibt noch ein bisschen Erweiterungen auch noch in den Versionen. Aber ja, habe ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt den ersten Teil fast ganz durch und dann fange ich den zweiten Teil an. Und ehe ich jetzt aber abgeschwiffen bin, den hier werdet ihr nur sehr schwer bekommen. Ihr seht es hier ab 18, ne? Und wie ihr hier sehen könnt, ich hoffe, ihr seht es, es ist Englisch. Ich weiß es nicht, ob es in Österreich erschienen ist. Es war sau schwer zu bekommen. Ich hatte Glück, ich habe das Ding für 40 Euro auf eBay Kleinanzeigen bekommen. Es ist echt schwer zu bekommen. Weil das war damals die Zeit, der Publisher war nämlich damals THQ. Das kann ich euch hier zeigen. THQ hier, Publisher. Das Problem hierbei war, hier war Team Ninja selber der Publisher. Mit Tecmo vermutlich. Zu der Zeit ging damals THQ pleite. Und dann, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt noch mehr als ertragreich gesehen haben, das in Deutschland überhaupt noch zu bringen oder was, oder ob sie es gar nicht mehr zur Prüfung eingereicht haben. Ich weiß es nicht. Es ist bedauerlich. Es ist wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel. Es ist eines der wahnsinnig guten Spiele, ernsthaft. Die PS Vita räumt mit dem DS teilweise so den Boden auf. Also, wenn sowas hier drauf ist, das kann kein DS leisten, grafisch. Das ist höchste Grafikqualität von PS3 damals gewesen. Das ist der Hammer, wie Metal Gear zum Beispiel. Da kommt kein DS so einfach hin, momentan. Ich bekomme langsam ein bisschen Froschschmerzen. Okay, ja. Machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Als Diablo-Fan, ja, ich liebe Blizzard-Spiele, es tut mir leid. Nein, ich spiele kein Warcraft. Ich habe noch nie Warcraft gespielt, weil
Ihr wisst, ich bin kein PC-Spieler. Deswegen habe ich noch nie Warcraft gespielt. Aber ich liebe Diablo, ich liebe Overwatch. Und ich habe teilweise schon Heroes of the Storm gespielt wegen Overwatch. Ist auch gar nicht mal so schlecht, aber ich da jetzt abschweife und mir über Blizzard in den Arsch kriege. Ich wollte so ein Ding unbedingt haben wie Diablo auf der PS Vita. Lässt sich schlecht umsetzen, weil ich glaube, das hätte die nicht ganz gepackt. Ich weiß, es kam damals Diablo 3 auf der PS3 raus, aber ich glaube, das hätte sich schlecht umsetzen lassen. Das wäre grafisch nicht mehr so geil gewesen, weil Diablo 3 war teilweise schon nicht so mega. Und da muss man mal gucken. Da habe ich nach Alternativen gesucht. Auch eines der Release-Spiele war, ist, ja, ich weiß nicht, man bekommt es eigentlich schon recht gut noch. Das war das hier, Dungeon Hunter Alliance. Das habe ich damals auch auf der PS3 damals gespielt, das da. So, entschuldigt mein dilettantisches Rumgefuchtel hier mit den Spielen, aber es ist ja das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich gebe mir Mühe, verzeiht mir. Dem Jesus wird es euch danken. Und damals gab es Diablo 3 noch nicht auf Konsole. Da habe ich das mit Kumpels wirklich online durchgesucht. Das war ziemlich geil. Es ist nicht so tief und auch nicht so umfangreich wie in Diablo. Man hat die Auswahl von einem Charakter. Man kann ihn zu einem Krieger machen, zu einem Magier oder zu einem Schurken. Jeder hat unterschiedliche Waffen natürlich, aber sie sind alle männlich. Und es gibt nur diese drei Klassen. Und es ist auch nicht so ausgefeilt, man darf jetzt kein Wunderwerk erwarten, aber für die Technik, die es da auf der PS Vita bringt, war es eigentlich ziemlich geil. Und ich spiele es momentan auch noch sehr gerne, muss ich sagen, mit meinem Bruder, weil der hat auch eine PS Vita und der hat auch das Spiel hier, der hat auch ein paar Spiele, die ich auch habe. Da spielen wir dann immer zusammen. Unter anderem kann man da auch sehr schön Trophäen momentan sich erfarmen, weil manche, ja, da sind die Server nicht mehr so bevölkert und wenn man da ein Spiel dann zu zweit aufmachen kann, dann kann man sich da schön die Trophäen boosten. Das ist ziemlich praktisch. Ja, aber nur für die, wenn es jemanden interessiert. Aber das hier, ich spiele es wirklich momentan auch noch sehr gerne. Kann ich auch sehr empfehlen. Dungeon Hunter Alliance. Und es war wirklich auch eins von den ersten Spielen. Das war das 41. Spiel. Und damals kam PS Vita Spiel sogar noch mit dem Booklet, also mit einer Anleitung. Wie ihr hier seht, das haben sie dann später abgeschafft, dann gab es nur noch digitale Anleitungen leider. Und ich mag das, ich mag solche Anleitungen, ich mag physische Spiele viel mehr als digitale, weil das gehört mir dann nicht, das ist dann meins, meins. Und ja, es war ein ganz anderes Gefühl, wenn man so eine Schachtel aufmacht, wenn man die wieder zumacht, das ist, also wenn man Diablo mag und so eine Alternative sucht dazu, holt euch Dungeon Hunter auf der PS wieder. Es kann zwar Diablo, will ich bin ehrlich, es kann Diablo nicht das Wasser reichen. Aber es ist ein echt guter Ersatz dafür. Und es ist von Ubisoft übrigens hier. Es ist also keine Scheiße. Die Bewertungen sind durchwachsen zu dem Spiel. Aber das ist halt das Problem, das es hatte zu dem Zeitpunkt, als das hier auf der PS Vita erschien, gab es Diablo. Und wenn der König da ist, dann haben die Krümel das Maul zu halten. Und leider hat sich das dann echt schade auf die Bewertungen zu dem Spiel abgeschlagen. Also das war nicht so toll. Aber wirklich, es lohnt sich, wenn ihr mir vertraut, wirklich, ich kann es empfehlen, es ist gut, es hat ab und zu mal ein bisschen knackige Stellen, wo es echt ein bisschen schwer ist. Aber es finden sich immer noch Online-Spieler zu und wirklich nach einer Stunde hat man eine Vierergruppe zusammen und dann schafft man eigentlich so ziemlich jeden Abschnitt im Spiel. Also Dungeon Hunter kann ich auch sehr empfehlen. Finde ich sehr gut und es ist vor allem erweitert. Und zwar hat es bei der Version auf der PS wieder, soweit ich weiß, einen Spezialmodus. Einen Arena-Modus, wo man sich besondere Waffen erfarmen oder erspielen kann. Ich habe ja noch nicht gespielt, weil da muss man das Spiel, glaube ich, einmal dazu durchspielen. Da gibt es dann die Seltenheitsstufe Rotwaffen und die sind halt echt extrem mächtig. Und es gibt halt neue Gebiete, zum Beispiel ein Eisgebiet mit einem Eisschloss und so weiter. Das ist auch ziemlich nett. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Spiel meiner Sammlung. Das habe ich damals für 1 € neu bekommen. Im Drogeriemarkt Müller angemerkt. Wollten die wohl loswerden? Es ist von den Machern von Little Big Planet und es hört auf den Namen Tearaway. Das ist das hier. Ich glaube, das war auch vor kurzem. Das da. Hallo. Das war vor kurzem der zweite Teil im PS Plus Angebot auf PS4 für umsonst, wenn ich das richtig weiß. Es ist sehr kindlich. Es ist auch ein Jump'n'Run,
teilweise ein bisschen einfach. Es ist ein harmloses Spiel, sagen wir mal so. Es ist nichts, was Hölle anstrengend ist. Es ist nicht schlecht, es hat echt gute Wertungen bekommen. Es ist das Best, es hat das, Moment, ich kann es dir vorlesen. 2013 Best of Game Critics Award Gewinner von der E3. Also das Spiel hat schon was drauf. Es ist nicht scheiße, aber man muss den Stil halt mögen. Es spricht mich auch nicht an. Es ist viel mit Papier, es ist viel Origami, es ist alles gefalten, wie ihr seht. Er hat also einen Brief als Kopf und die Arme sind Papier. Also es hat schon seinen Charme irgendwie. Aber für mich persönlich ist es ein bisschen zu kindlich, putzig. Aber ich habe es mir halt mitgenommen, weil ich meine, für einen Euro, also ernsthaft. Euro, der tut nicht weh, da nehme ich das mit. Scheiß drauf. Da habe ich mir das mitgenommen. Ich habe es auch schon gespielt, aber ist nett. Aber ich habe es immer mal beiseite gelegt und seitdem irgendwie nicht weitergespielt. Ja. Wie gesagt, wenn man da drauf steht, Tearaway 2 Unfolded, glaube ich, heißt es auch echt richtig, richtig gut. Ich glaube, die von Little Big Planet, die das entwickelt haben, die wissen schon, wie man ein Spiel macht, weil Little Big Planet war auch nicht so unbedingt schlecht, war niemals mein Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich mag Jump'n'Runs, aber Little Big Planet ist mir einfach irgendwie zu. Ist nicht meins. Ist einfach nicht meins. Mag ich einfach nicht, ist mir zu knuddelig. Ich muss Mord und Totschlag haben, ich brauche Dark Souls. Ja, was ich mir mal wünschen würde, wäre, dass ich Umsetzer von Demon's Souls. Nein, nein, das wird wohl nicht passieren. Würde sich auch scheiße steuern lassen, weil die PS Vita hat nur zwei Schultertasten und dann fehlen da zwei. Ja, aber so viel von mir. Das war meine PS Vita-Sammlung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Freude gemacht damit. Ja, wenn das gut ankommt, dann mach ich mal wieder so ein Video. Vielleicht hole ich das mit den PS4-Spielen auch nochmal nach, wenn sich die Sammlung ein bisschen erweitert hat und so weiter. Mal gucken. Blu-rays wollte ich eventuell auch mal machen, meine Filme mal durchgehen, weil da habe ich auch einen ganz schönen Packen. Ja, habe ich tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, also, ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich konnte euch meine Sammlung mal präsentieren, was ich da so habe. Also, meinen Dank an euch. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Bis uns beim nächsten Mal wieder. Also, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao.